Heute wollen wir uns über das Spannungsdehnungsdiagramm, das in der Technik eine große Bedeutung hat, ganz besonders zur Berechnung von inneren Belastungen der Materialien bis hin zu Verformungen der Materialien, befassen. Zunächst überlegen wir uns dazu einen einfachen Sachverhalt. Wir werden in einem Diagramm protokollieren, wie sich das Material auf eine äußere Beanspruchung verhält. Dazu stellen wir uns zum Beispiel ein Gummiband vor, und ein Gummiband wird sich unter Last ein kleines Stückchen verlängern. Und die Last nennen wir Kraft. Soll heißen, wenn keine Kraft am Gummiband wirkt, wird die Verlängerung auch Null sein. Das heißt also, der Startpunkt wird hier in diesem Punkt stattfinden. Und jetzt ist es einfach, sich vorzustellen, dass eine bestimmte Masse oder Kraft an dem Gummiband wirkt und dieses sich sozusagen dann um einen Längenbetrag verlängern wird. Würden wir die Last wieder herunternehmen, federt das Gummiband wieder auf die Ursprungslänge zurück. Würden wir die Last jetzt verdoppeln, also die doppelte Last nehmen, würden wir je nach Werkstoff mit hoher Wahrscheinlichkeit, und ob die Proportionen passen, den doppelten Wert in der Verlängerung bekommen. Soll heißen, alle Punkte, die hier jetzt als Zwischengrößen gefunden würden, könnten gedanklich hier auf einer Geraden dargestellt werden, wenn wir von hier aus wieder zurück auf den Nullpunkt gehen und damit sozusagen Lastfreiheit im Bauteil herstellen. Dieses hier nennen wir proportional, weil doppelte Kraft auch immer doppelte Verlängerung bedeutet. Naja, und ein Gummiband würde natürlich irgendwann mal sich langsam dehnen und abreißen. Und da wir uns hier in diesem Fall auf den Werkstoff Stahl befassen oder beschränken wollen, können wir jetzt folgenden Sachverhalt uns gedanklich vorstellen, dass wir zunehmend immer eine größere Masse anhängen und diese schrittweise so lange erhöhen und wieder auf Null herunterfahren, bis wir feststellen, dass das Material plötzlich ohne große Vorankündigung sich schlagartig verlängern würde. Das wäre die vereinfachte Darstellung. Also, an meinem Stahlseil würde die Last langsam erhöht. Man könnte sich das fast vorstellen, als würde an dem Seil ein Eimer mit Wasser hängen, wo zunehmend Wasser nachgefüllt wird und die Last sich sozusagen permanent erhöht. Und an diesem Punkt würde das Material bei einem weichen Stahl schlagartig weiterrutschen und, naja, vorausgesetzt die Wassernachfuhrmenge würde gegen Null gehen, an diesem Punkt zu liegen kommen. Würden wir jetzt das Wasser auskippen, würden wir feststellen, das Material federt elastisch zurück und würde eine sogenannte bleibende Verlängerung erfahren. Ja, füllen wir nun wieder Wasser ein, würden wir tatsächlich auf dieser Linie hier entsprechend nach oben wandern. Füllen wir nun Wasser ein, findet ein solcher Zusammenhang statt und irgendwann würde das Material natürlich dann auch schlagartig abreißen und abbrechen. Das wäre dann der Riss oder der Bruch des Seiles. Ja, wir haben also im Prinzip die klassische Kraftverlängerungslinie oder Diagramm gefunden. Und dieses Kraftverlängerungsdiagramm stellt uns zum Beispiel für Stahl, ST, dann entsprechend diesen Sachverhalt da, sofern der Stahl weich ist. Da geht es um die unterschiedlichen Werkstoffarten, die wir dann später hier tatsächlich darstellen wollen. Was wir hier in diesem Diagramm nicht sehen können, ist nämlich die innere Belastung, die in dem Material vorgelegen hat. Die innere Belastung, wenn wir uns den Werkstoff sozusagen aufstellen, als zum Beispiel runden Querschnitt, dann wissen wir natürlich, dass die innere Last, die in dem Material herrscht,
letztlich hier als Gegengewicht über der Fläche sozusagen präsentiert wird. Die Höhe dieser ganzen Spannungspfeile insgesamt betrachtet, das nennt man Sigma. Sigma ist nichts anderes als die Kraft F im Bauteil bezogen auf die Querschnittsfläche S, die hier sozusagen durch den Durchmesser gebildet wird. Also F durch S. In diesem Fall ist es ein Durchmesser und durch einen kleinen Trick können wir nun ohne die entsprechenden Diagramm oder ohne das Diagramm neu zeichnen zu müssen, sofort diesen Wert durch S teilen und würden dann daraus nicht mehr das Kraftverlängerungs-, sondern das Spannungsverlängerungsdiagramm machen. Aber das allein genügt mir noch nicht. Ich möchte natürlich auch überlegen, wenn das Seil oder das Band aus Stahl gedehnt wird, also verlängert wird, das Delta L, dann hat es natürlich im Grunde genommen vor dem Kraftangriff F eine Anfangslänge gehabt, nämlich L0. Mich interessiert natürlich sofort, wie groß der prozentuale Anteil der Verlängerung in Bezug auf die Anfangslänge ist. Denn eins ist doch klar, wenn die Probe am Anfang sehr lang gewesen ist, wird auch die Verlängerung so entsprechend größer werden. Das heißt, die Proportionen müssen auch hier gewahrt bleiben. Also werden wir den prozentualen Betrag Delta L durch L0 mal 100, das sind letztlich die Prozente, die sich sozusagen in diesem Sachverhalt widerspiegeln. Und diese Prozente nennen wir, weil sie charakteristisch sind, Epsilon. Und das wird dann als Dehnung bezeichnet. Also, Sigma ist die Spannung. Epsilon ist die Dehnung. Und das beziehen wir jetzt auch hier drauf. Und man mag zuerst denken, ja, warum zeichnet er das dann nicht neu? Naja, weil die entsprechenden Größen hier entsprechend angepasst sind auf den Kurvenzug. Also Delta L durch L0 ist gleich Epsilon, wenn man möchte, mal 100. Ansonsten würde man den Zahlenwert als absoluten Wert bekommen. Ja, und schon haben wir praktisch die beiden Größen Spannung, Dehnung im Diagramm erklärt und beschrieben. Nun müssen wir, um das ein bisschen zu konkretisieren, Beispiel nehmen. Beispiel. Unser Stahl S235 JR, ein Baustahl, ein allgemeiner Baustahl, der häufig Stahlbau verwendet wird. Und genauso ist die Bezeichnung auch. Dieses hier heißt Stähle für den Stahlbau. Dieses hier ist die entsprechende Streckgrenze. RE ist größer gleich 235 Newton pro Millimeter Quadrat. Und anhand der Einheit kann man sofort erkennen, Kraft auf Fläche ist dieses RE eigentlich eine Spannung. Und das ist die sogenannte Streckgrenze. Die Streckgrenze kenne ich hier noch gar nicht im Diagramm. Diese möchte ich natürlich gleich entsprechend noch mal ein bisschen nachzeichnen. Und aus der alten Bezeichnung von vor 1990 hieß dieser Werkstoff ST37. Alt.
In dieser alten Bezeichnung heißt auch hier das vordere wieder Stele für den Stahlbau. Die 37 ist aber nichts anderes als die Zugfestigkeit RM. Früher in Kilopond pro Millimeter Quadrat angegeben, heute umgerechnet auf Newton. Ein Kilopond war also die Massenkraft, die ein Kilogramm verursacht, und heute wissen wir natürlich, ein Kilopond sind 9,81 Newton. Wenn wir das mit 10 umrechnen würden, würden wir sozusagen sagen, RM größer gleich, das müssen wir natürlich dann auch schreiben, ungefähr größer gleich 370 Newton pro Millimeter Quadrat. Und das heißt dann Zugfestigkeit. Die Bedeutung dieser beiden Größen, Streckgrenze und Zugfestigkeit für diesen Werkstoff, heißt, Streckgrenze ist die Grenze, bis wohin das Material belastet werden kann, ohne dass es sich bleibend verformt. Das wäre gewissermaßen dann dieser Punkt für RE. Die Zugfestigkeit ist die in einem Werkstoff maximal ertragbare Spannung, und das wäre dann hier oben der Scheitelpunkt der Kurve, und das wäre RM. Also wissen wir, für diesen Werkstoff S235 ist die Streckgrenze an dieser Stelle, bis dahin darf ich das Material belasten, reißen würde es, oder maximal wäre die Spannung an diesem Punkt. Nun ist dieses Diagramm ein kleines bisschen vereinfacht, weil in modernen Zugmaschinen wird natürlich nicht mit einem Eimer Wasser gearbeitet, sondern hydraulisch. Und dort wird die Dehnungsgeschwindigkeit mit aufgenommen. Und das bedeutet, das wahre Diagramm würde jetzt ein kleines bisschen anders aussehen. Nämlich, wir würden das Material belasten. An dieser Stelle hier würde gewissermaßen das Material kollabieren. Es findet eine Art Verfestigung statt, und die Aufzeichnung, die wir tatsächlich bekommen würden, wäre ein Steilabfall, wo dann also im Prinzip eine nachfolgende Kaltverfestigung einsetzen würde. Bei weiterem Belasten würde das Material wie beobachtet sich verhalten, aber an diesem Punkt würde eigentlich die Dehnungsgeschwindigkeit im Material zunehmen. Die Maschinen regeln die Kraft langsam runter, sodass die Spannung abfällt und am Ende dann doch bricht. Und diese roten Kurvenzüge gewinnen wir durch den präzisen Verlauf der Materialien. Ja, wenn wir jetzt an der Stelle schauen, dann stellen wir fest, dass das Material hier eine sogenannte Bruchdehnung A bekommt. Das ist die Bruchdehnung. Und für unseren Werkstoff A wären das ungefähr 26% für den Werkstoff S235JR. Ja, wenn man denkt, wir wären jetzt an dieser Stelle fertig, wir erfahren also über den Werkstoff schon durch das Spannungsdehnungsdiagramm Streckgrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung. Ein 100 mm langer Stab würde also nach dem Bruch 126 mm lang sein. Aber wir erkennen noch ein kleines bisschen mehr, nämlich das sogenannte Federungsverhalten des Materials. Das heißt, dieser Anstiegswinkel hier vorne wäre gewissermaßen das Maß aller Dinge, welches das Federungsverhalten beschreibt. Also wie viel Millimeter wird ein Werkstoff also länger, wenn er dann sozusagen unter Last steht. Und das können wir uns nochmal überlegen, denn letztlich ist dieser Anstiegswinkel nichts anderes, und das überlegen wir uns nochmal, ich zeichne mir also hier ein kleines Dreieck heraus, wie groß das Dreieck ist, das sei mir jetzt an dieser Stelle eigentlich mal fast egal, das heißt also, das soll jetzt der Anstieg in dem Spannungsdehnungsdiagramm sein, dann wäre dieser Weg
Größen aus dem Diagramm und dieses hier wäre sozusagen die Spannung, also die Spannung an irgendeinem Punkt in diesem Dreieck. Dieses hier wäre die Dehnung, also Epsilon. Hier wäre unser gesuchter Winkel Alpha und die 90 Grad für das rechtwinklige Dreieck wäre hier gegeben. Daraus folgt, dass der Tangens Alpha nichts anderes ist als Gegenkathete zur Ankathete, also Sigma durch Epsilon. Und da dieses Dreieck in dem gesamten Bereich konstant ist, ordnen wir diesen Wert, dem Tangens Alpha, den Begriff E. Und E ist nichts anderes als der Elastizitätsmodul. Der Elastizitätsmodul ist für viele Werkstoffe eine konstante Größe. Zum Beispiel für unseren Stahl, also EST, und dabei ist es egal, ob es sich um einen Baustahl handelt oder einen Stahl, der für eine Wärmebehandlung vorgesehen wird und so weiter. Ganz allgemein gilt, der Elastizitätsmodul für Stahl ist ungefähr 210.000, und jetzt gucken wir uns die Einheit mal an, 210.000, das in Newton pro Millimeter Quadrat. Die Dehnung hat keine Einheit, sie ist also als relativer Bezug, und dementsprechend ist der Elastizitätsmodul 210.000 Newton pro Millimeter Quadrat für alle Stähle nahezu konstant. Das gilt für unlegierte Stähle. Wenn wir die hochlegierten Stähle uns anschauen, also die, die ganz viel Chrom und Nickel enthalten, dann wird der Zahlenwert hier kleiner, aber das soll hier erstmal zunächst mal reichen. Ja, und das war die erste Führung in das Spannungsdehnungsdiagramm. Weitere werden folgen, in denen wir dort Berechnungen vornehmen möchten, nämlich wie die Bauteile sozusagen dann entsprechend sich auf die äußeren Belastungen verhalten. Ich hoffe, es war wieder interessant. Bis zum nächsten Mal.